Ich denke, wir müssen hier echt nach hier oben hoch. Da quakt der Kater vor sich hin. Einmal kraulen die Sau. Ha? Komm hier, Jimmy. Komm, ja. So ist schön. So, dann wollen wir mit ihm auch mal ein bisschen weiter. So, die Drohnen sind abgeschaltet. Wir können jetzt also erstmal nach oben. Konfirmieren wir das Ganze. Okay. Jetzt hat er... Ach du Schreck. Jetzt hat er natürlich die anderen Wachen benachrichtigt. Wir müssen weiter nach oben. Gehen wir mal dahin. Und mit ihr gehen wir da auch mal durch. Dann gehen wir mal gucken, wo wir jetzt hier hinkommen. Halls of Disrepair. Ach du Schreck. Na, Holmes kann nicht so weit weggelaufen sein. Na, dann wollen wir mal gucken, was uns da jetzt erwartet. Game autosaved. Ich möchte gerne die andere Drohne haben. Und ich möchte die zweite Drohne auch noch haben. So, dann haben wir die jetzt nämlich schon mal einsatzbereit und wir können uns auf diese Wachen konzentrieren, die hier rumstehen. 12 Schaden, jawohl. Den haben wir. Der ging daneben und da haben wir noch einen. Schuss frei, jawohl. Jetzt können wir eigentlich mal zusehen, was konntest du jetzt eigentlich noch? So, und dann kannst du eigentlich jetzt mal auf... Mit ihm kannst du mal was machen. Mana Bolt. Okay. Ich würde sagen, wir machen mal einen Mana Bolt auf ihn hier. Okay, der hat nicht ganz so viel gebracht. Schade aber auch. Drehen wir ihn mal ein bisschen runter. Und dann sehen wir mal weiter, was da gleich noch passiert. Ja, heute war übrigens Wahl, ich war auch schon da. Und jeder, der nicht gewählt hat, ist in meinen Augen, darf der sich dann nicht über die nächste Politik aufregen in den nächsten paar Jahren, die damit dann zu tun hatte. So, aber das nur nebenbei. Gehen wir mal hier hin. Und da kommt einer, der uns was will. Und Overwatch, was ist Overwatch? Ach guck mal, er prügelt jetzt auf ihn hier ein, das ist ja sehr schön. Da gab es uns Schaden. Die, wieso haben Wachen bitte Granaten in einem... Das finde ich jetzt sehr merkwürdig. Und die gehen jetzt volle Kanne alle daneben bestimmt. Jawohl, die gingen alle jetzt daneben. Gehen wir mit ihm mal näher ran hier und dann können wir ihm nämlich auch mal einen verpulen hier drüben. Der ging daneben. Der hat geschossen und getroffen und das lief doch schon mal ganz gut. So, wo können wir denn jetzt mal hin? Ich denke mal, wir werden mal mit ihm hier ein bisschen vorziehen. Beziehungsweise mit ihr. Das Intercom meldet sich mal wieder und der Kater auch. Der quakt mich voll. Ich weiß nicht, was er hat. Hunger kann es noch nicht sein. Ja gut, der Kater hat immer Hunger. Och, der will er knuddeln, will er. Ist das schön. Okay, ich verstehe also nicht, oder? Das ist ein Platz für gebrochene Sachen. Also zerbrochene Sachen, kaputte Sachen. Aber man muss sie weiter zerbrechen, um sie wieder zu reparieren. Also müssen sie mich brechen. Ja, das ist ja lustig. Lustig jetzt nicht im Sinne von haha, sondern von merkwürdig lustig. Okay, dann werden wir dich mal auch weiter vorziehen hier. All impatient. 5 Schaden nur? 9 Schaden? Okay. Den Patienten möchte ich auch mal umnieten. Enemy turn, da kommt einer. Drone Combat. So, die Drohne ziehen wir mal nach hier vor. Alte Quarktasche hier unten. Dicker Jimmy. Patienten mal umnieten hier, der ging daneben. Schön, dass man das Spiel mit einer Hand spielen kann. Dann kann man nebenbei noch seinen Kater so ein bisschen kraulen hier. So. 14 Schaden. Kriegt ja ganz schön viel mit hier. So, dann gucken wir mal, ob wir die noch einfach poolen können. Auch das hat funktioniert. Sehr schön. Crit. 1,5. 27 Schaden. Sehr schön.
Schrotflinten sind doch immer wieder mal was Nettes. Shannon, du kannst jetzt auch mal ihm hier was verpoolen. 10 Schaden. Jawohl, die 5 Schaden. Das ist auch gut. Sollen wir lang. Und dann ziehen wir dich mal nach. Machen wir mal die unwichtigen Leute nach vorne. Die Drohne ist wieder dran. Und zwar ist das die fahrende welche. Die werden wir mal hier um die Ecke schicken. Ob da irgendwas drin ist, was wir hier brauchen können. Ich denke nicht, wie es aussieht. Da scheint keine mehr drin zu sein. Dann ziehen wir dich jetzt mal nach hier. Und die andere Drohne möchte ich nach hier vorne. Was war das jetzt? Ziehen wir mal die nach hier vor. So, und dann gehen wir mal mit dir hier weiter. Shannon werden wir auch mal nach vorne ziehen. Und der Zwerg bleibt hinten. Du gehst mal nach dort. Was hast du denn jetzt? Wo haben jetzt die Patienten schon wieder die Waffen her? Das ist ja auch Wahnsinn hier. Wir fangen mal an mit dir. Den haben wir. Der ging daneben. Dann ist die fahrende Drohne dran. Die ziehen wir mal nach hier. Der tut uns aber nichts hier anscheinend. Okay. Dann bewachen wir das mal so ein bisschen erstmal. Mal gucken, was da gleich passiert. Ob da uns noch einer angreift. Die ist gut. Die ziehen wir mal wieder nach vorne mit hier durch. Die geht mal zu Shannon mit hin. Okay. Dann beenden wir mal den Turn. Na, da kommt einer. Ich wusste doch, die wollen uns auch ans Leder. Na, dann ist gut. Dann werden wir sie auch umnieten. 9 Schaden. 18 Schaden. Machen wir mal ihn hier erstmal. Hock. 12 Schaden. Der ging daneben. Dann haben wir jetzt diese Drohne. Die möchte ich nochmal lassen. Eigentlich suche ich sie hier gerade. Gehen wir da mal hin. Was kannst du überhaupt so Tolles? Die Drohne wird mal vorwegfliegen. Und dann können wir eigentlich mal gucken. Kommen wir hier auch irgendwie überhaupt rein? Der Kater macht ja Geräusche hier im Hintergrund. Eieiei. Und die Katze schnarcht. Kizzy ist am Schnarchen und Jimmy am Quengeln. Das ist mal wieder richtig schön. So, Shannon, du gehst mal mit der Drohne bitte mit. Und dann möchte ich... Da kann ich nichts machen, okay. Möchte ich jetzt eine Drohne gleich wieder abschalten. Und zwar die fahrende Drohne möchte ich abschalten, nachdem ich hier ihn zweimal beschossen habe. Jetzt kann ich die hier nämlich abschalten. Dann hat er jetzt nämlich gleich wieder Möglichkeiten zu laufen. So, die Drohne sieht gut aus. Dann werden wir sie mal hier weiter mit nach vorne ziehen. Kannst eigentlich mal nachladen. Cancel. Nein, du kannst nicht nachladen. Shannon, du wirst aber mal nachladen, bitte. Und dich nehmen wir auch mal mit nach vorne. Was kannst du überhaupt so Tolles? Manafest. Okay. Das sieht ja schon mal ganz nett aus. Okay, das heißt, wir werden dich dann erstmal auch mal mit nach vorne ziehen. Und dann werden wir mal mit der Drohne hier herumfliegen und mal gucken, was da so los ist. Ach, sieh an. Dann haben wir ihm schon mal ordentlich anverpoolt. Shannon kann sich mal hierhin begeben. Enemy Turn, da ist er dran. Ach, das ist schön. Er kriegt von ihm einen verbraten und der schießt den über den Haufen und macht mal ruhig alle genau. Muppet ist dran. Kann zwar nicht viel machen, aber ein bisschen was kann. Sehr schön. Und dann müssen wir ihm jetzt auch nochmal einen verbreiten. Ein verplätten, nicht verbreiten. So, gehen wir mal mit dir dahin. Und dann wirst du mal ihm eine vernossen hier. Shannon ist dran. Die kann mit nach. Die
ich schon eine Chance, bei ihm was zu machen? Keine Sichtlinie hat die gerade hier. Haben wir ihn umgenietet? Okay. Dich ziehen wir mal mit hier nach vorne hin. Und dann kommt der Zwerg langsam mal hinterher gedackelt hier. Hat ja noch ein bisschen Schutz jetzt dabei, durch die eine Drohne, die er hinterher gezogen hat. Gehen wir mal gucken, was jetzt hier hinten so drin ist. Was ist denn hier los? Das ist ja Wahnsinn. Out of ammo. Du wirst mal nachladen. So, und dann kannst du eigentlich mal weiterlaufen. Shannon kann auch mal hier hinten mit rein. Und er hier, beziehungsweise ist das ein... Nee, das ist eine Sie. Das ist ein reines Frauenteam, bis auf meinem Zwerg. Ist toll. So. Dann kann die Drohne eigentlich nichts machen. Du musst mal was tun. Und zwar wirst du dir das Ding mal angucken hier. Was haben wir denn hier? Ach, ein Torschlüssel haben wir hier. Was hast du? Geh mal dahin. Guck dir mal das da an. Verrottendes Fleisch. Ach du Schreck. Von mehreren Metermenschen ist das also. Ach du Scheiße. Das kann ja was werden. Ist hier noch was? Noch eine Trivet Disc. Okay, und dann haben wir das alles. Kann die eigentlich mal zurückkehren, die Drohne hier? Ist richtig schön, wenn man mit der Drohne so viel machen kann. Das ist... Deswegen mag ich Rigger. Mehr zwei Drohnen hat man dann dabei und ja. Kann sich dann hier richtig schön umsehen damit. Man ist quasi sein eigenes kleines Runner-Team. Das ist schon klasse. So, gehen wir da mal hin. Machen wir hier auf. Ich weiß zwar nicht, wie er jetzt das Ding plötzlich aufmachen kann, wenn die Karte sie hier hat, aber so, ich sag ja gar nichts mehr dazu. So. Wollen wir mal gucken, dass wir jetzt hier mit der Drohne erstmal vorwegfliegen. Okay, er hat also auch mal einer erzählt, dass er auch mal zerbrochen war, also kaputt war. Und ja, dass sie ihn wieder herstellen wollten. Okay, und sie haben ihm erzählt, sie müssen ihn erst brechen, damit er sich selbst wiederherstellen könnte. Und das hat er auch getan, aber erst nachdem sie ihn zerbrochen haben. Nachdem er sie zerbrochen hat. Okay, also er will uns also auch wiederherstellen, das ist toll. Er will aber lieber unsere Teile verwenden. Das klingt sehr beruhigend, danke. Shannon Half-Sky. Bounded 3. Okay, wir gehen einfach mal weiter hier. Okay, dann ziehen wir dich auch mal weiter vor. Dann sind wir dann auch schon durch. Ach du Scheiße, was bist du denn für einer? Craze-Patient, okay. Also, Patienten sehen bei mir anders aus, aber wir haben zumindest meistens keine Schnellfeuergewehre und so. Warum kann man eigentlich die Gewehre und Waffen der anderen Leute nicht mit aufheben? Das wundert mich gerade so ein bisschen. Die schalten wir mal ein. Das heißt, die Drohne darf jetzt auch mal was tun. Fahren wir dich mal vor. Dann haben wir ihn erlegt. Sehr schön. Hat auch wieder nichts gedroppt hier, die Sau. Das fehlt mir irgendwie noch so ein bisschen, dass man wirklich den Kram der anderen Leute aufheben kann. Sich mit deren Equipment ausrüsten. So ein bisschen looten hier, den Kram mitnehmen, was man brauchen kann. Den Rest da lassen. Man will ja, ich meine, bei Shadowrun und Pen and Paper, mein Troll damals, der hat wirklich jeden Scheiß gesammelt. Der ist einmal aus einer Mission raus mit, ich glaube, 25 Taschenrechnern oder sowas. Einfach, weil er es konnte. So, jetzt müssen wir hier hinten, denke ich mal, weiter. Zwei. Fahren wir da mal hin und machen wir da mal die Tür auf mit der Drohne. Dann kann die andere Drohne dann nämlich mal reinfliegen. Beziehungsweise sie wird da vorfliegen. Und die anderen können sich dann auch schon mal in Position begeben. Shannon kommt auch mal mit. Die wird beim Zwerg so ein bisschen zurückbleiben, denke ich mal. So hier so irgendwo. Wir wachen, dass da nichts passiert.